Du siehst eine Outlook-Fehlermeldung. Outlook kann sich nicht mit dem Server verbinden. Ich zeige dir in diesem Video, wie du dieses Problem löst. Hallo bei einer neuen Folge von Wondershare Repair It und heute mit einer Folge von Wondershare Repair It für E-Mail, dem Programm für E-Mail-Wiederherstellung und Sicherung. Wer es noch nicht gemacht hat, einmal Abo, Glocke, Daumen hoch. Los geht's. Ohne viel Umschweife kommen wir gleich mal zur Methode Nummer 1 und die scheint doch schon mal sehr trivial. Probiere mal, die Zugangsdaten nochmal frisch einzugeben. Also den Benutzernamen, meistens ist es die E-Mail-Adresse und das Passwort noch einmal eingeben. Und falls das noch nicht geholfen hat, dann probieren wir es mit der nächsten Methode. Und hier geht es ums Netzwerk, um die Verbindung. Und entweder hast du vielleicht ein schwaches WLAN-Signal, da musst du mal vielleicht mit dem Notebook, wenn du eins hast, ja, näher an das Signal dran gucken, okay, löst sich damit das Problem, vielleicht brauche ich noch einen Repeater zu Hause oder vielleicht hast du das direkt eingesteckt oder du bist schon ein bisschen weiter weg mit dem Rechner von einem Router, dann musst du das natürlich anders lösen, dann kann es natürlich auch sein, dass entweder das WLAN-Kabel nochmal neu eingesteckt werden soll, raus, nochmal rein, oder vielleicht auch der Router noch einmal frisch neu gestartet werden sollte. Wenn das nicht funktioniert hat, dann kommen wir zur nächsten Methode. Und in dieser Methode prüfen wir die Microsoft Server-Verbindung und schauen, ob man da noch was machen muss. Und um diese Einstellung zu prüfen, klicken wir uns mal ins Outlook rein. Klicke nach dem Öffnen auf Datei. Auf Kontoeinstellungen, wenn es Probleme gibt in diesem Bereich, wirst du diese signalisiert bekommen. In meinem Fall hier ist ein grünes Häkchen, also alles okay. Falls ein anderes Zeichen da ist, dann auf Reparieren klicken und dann folgst du den Anweisungen auf dem Display und hoffentlich war das die Lösung. Wenn nicht, geht's direkt weiter. In der nächsten Methode geht es um die SSL bzw. die Sicherheitseinstellung. Entscheidend ist hier, dass die Sicherheitseinstellung aktiv ist. Also gehen wir jetzt mal ins Programm rein und gucken, ob die Einstellung aktiv ist und wenn nicht, aktivieren wir sie. Klicke wieder auf Datei und dann auf Konteneinstellung. Nun auf Servereinstellung. Wähle nun die Verschlüsselungsmethode aus und dann auf Weiter klicken und alles nochmal probieren. Und nun müsste es wieder funktionieren, dass du die Daten abrufen kannst. Also einmal auf Senden und Empfang drücken und schauen, ob die Daten hin und her fließen bzw. ob die E-Mails reinkommen. In der nächsten Methode zeige ich dir ganz kurz, wie du den Proxy aktivieren kannst und wo du das Ganze eingeben kannst, wenn du dich damit auskennst. Tippe in das Windows Taskleistenfeld Proxy ein. Wähle Proxy-Einstellungen aus. Dann scrolle zu manuelle Proxy-Einrichtung und hier kannst du dann diese Proxy-Daten eingeben. In der nächsten Methode müssen wir vielleicht mal was deaktivieren. Also es gibt Add-ins, die sind aktiv und vielleicht machen die Probleme. Und das werden wir mal ausschalten und zwar das eine oder andere Add-in. Das überlasse ich natürlich dir, womit du da anfängst und welches du probierst. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Klicke wieder auf Datei, dann auf Optionen, nun wähle Add-ins aus. Dann wähle entweder COM Add-ins verwalten oder deaktivierte Elemente verwalten aus. Klicke auf den Button Los. Nun kannst du das Häkchen setzen oder lösen für aktivieren oder deaktivieren eines Add-in. Vielleicht liegt das Problem an der Outlook-Datei. Also probieren wir mal, die Datei nochmal frisch auszulesen, vielleicht die nochmal zu verknüpfen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Du klickst wieder auf Datei, dann auf Konteneinstellung, dann auf den Reiter Daten, Dateien und dann den Datenspeicherort für die neue Datendatei zuweisen, also auswählen. Das könnte vielleicht funktionieren. Wenn das noch nicht ganz geklappt hat oder bei dir nicht so funktioniert, wie es sollte, dann kommen wir zur nächsten Methode. Und manchmal ist das Ganze wirklich verblüffend einfach. Man ist einfach offline. Und wie du hier vielleicht sehen kannst, ist Outlook zum Beispiel offline. Und die einfache Lösung ist, die Option Offline noch einmal anzuklicken und dann sieht man, okay,
ich bin wieder online und dann kann ich wieder auf Senden empfangen klicken und dann sehe ich, okay, die Daten laufen wieder rein und raus, also passt das Ganze. Wenn das nicht die Lösung für das Problem war, kommen wir zur nächsten. In der nächsten Methode geht es um die Neuinstallation von Outlook, also in die Software reingehen, dort raussuchen, Outlook deinstallieren und nochmal frisch installieren. Oftmals ist das die Lösung des Problems. In der nächsten Methode werden wir die OST oder die PST-Daten wiederherstellen bzw. reparieren. Und das Ganze funktioniert richtig gut mit Wondershare Repair It für E-Mail. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Du öffnest Wondershare Repair It für E-Mail. Dann suchst du eine Datei aus. Also du kannst entweder die Datei suchen lassen automatisch und auf Suchen klicken. So wird dir eine Liste der gefundenen Dateien angezeigt. Oder du fügst die Datei manuell hinzu, wenn du den Speicherort kennst und selbst angeben magst. Nun klickst du auf Suchen. Sobald du die Datei oder die Datei hinzugefügt hast, musst du nur noch auf Reparieren klicken und die Datei oder mehrere Dateien werden repariert und können gesichert werden. Auf jeden Fall siehst du links die reparierten E-Mails, die du auch auswählen kannst und dir auch eine Vorschau anzeigen lassen kannst. Alle E-Mails können nun gesichert und gespeichert werden. Klicke nun auf Speichern. Repair It für E-Mail ist, wie du siehst, super einfach zu nutzen und wirklich erfolgreich. Dann fehlen nur noch drei Sachen. Einmal aufs Abo, dann auf die Glocke und den Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.